Leute, was geht ab, Leute? Hier? Es ist Montag. Es wäre eigentlich Maxout Monday, was wir natürlich nicht mehr machen. Auf jeden Fall, das ändert nichts daran, dass wir immer noch Boxen bekommen jeden Monat. Noch. Wer weiß wie lange. Kommt auf die Klicks an. Grüße gehen raus an Kings Loot für diese Box. Jeden Monat eine Box mit verschiedenen Themen. Ich setz mich mal. Ich glaube, dieses Thema ist Marvel. Oder nur Deadpool. Und wir haben eine Q-Fig-Figur am Start. Loot Crate Exclusive Deadpool. Das ist nicht schlecht. Und Homer Simpson oder allgemein Simpsons Schlüsselanhänger. Auch noch verpackt. Es ist... Oh, geil. Okay, der ist echt geil. Simpsons Donut Schlüsselanhänger. Den hänge ich an meinen Schlüssel. Richtig geil. Wir haben noch eine Figur. Diesmal von Suicide Squad, Harley Quinn. Light, das ist keine Figur, das ist ein Licht. Oh, geil. Okay, es gibt nur zwei, Joker und Ding. Oh, nice. Das ist auch, oh, das ist eine ziemlich geile Box, muss ich schon sagen. Muss ich echt sagen. Haben wir ein paar Sticker, glaube ich, am Start. Sticker sind immer gut. Ich wollte schon immer super saftig Sticker mal machen. Um richtig leiden, aber bin nie dazu gekommen. Da haben wir noch eine Deadpool-Tasse. Auch nicht schlecht. Und zum Abschluss natürlich ein T-Shirt. Ist es auch Deadpool? Weiß ich um ehrlich zu sein gar nicht. Jo, das war die Box. Grüße gehen raus an Kings Box, Kings Loot. Und das war die Kings Box. Ich gehe jetzt raus, ein paar Sachen erledigen. Nehme euch mit auf die Reise und dann am Abend Burger essen mit ein paar Kollegen. Jo, es ist einfach eine Woche. Fast eine Woche. Also am Montag habt ihr das gesehen mit dem Opening. Und jetzt ist einfach Sonntag. Ist nicht wirklich was passiert, was ich hätte zu einem Video machen können. Also, ja, was soll man sagen? Wir wollen uns jede Woche treffen, ich und meine Freunde, und hoffentlich passiert da was, was ich euch zeigen kann. Ansonsten habe ich halt die Woche normal gearbeitet und dann, wenn ich fertig war, habe ich versucht, an meinem Projekt, an meiner Idee weiterzuarbeiten. Bin da hoffentlich schon ein Stückchen weitergekommen und wie gesagt, jede Woche versuchen. Ich lache, weil ihr werdet gleich sehen, warum. Versuchen wir uns jetzt zu treffen, weil wer das letzte Video gesehen hat, der hat gesehen oder mitbekommen, dass wir jetzt ein bisschen oder die anderen durchstarten wollen bezüglich YouTube. Aber es sieht nicht gut aus. Ja, was geht, Mann? Geht's gut, Hang, oder was? Ja, bei mir schon, bei dir. Ja, soweit. Was? Die Kiste, die ich schon seit, könnte mal in die Richtung gehen, seit einem Monat mit mir rumschleppe. Ich krieg jeden Monat ja immer so eine Box. Ja. Und wollte ich mal zusammen aufmachen und das hatte ich schon geplant, wo Dimi uns eingeladen hatte. Aber ich vor, ja, vor einem Monat oder so, da hatte ich das auch schon dabei. Wo ich dann da war und dann ist keiner gekommen, Nico ist nicht gekommen. Du warst auf einmal irgendwo in Frankfurt. Ja, Mann. Da habe ich sie dann mit nach Hause genommen. Da wollte ich das letzte Mal mitnehmen, aber dann hat sich auch wieder nicht ergeben. Und so weiter und so fort. Habe ich mich auch gerade vorhin gefragt. Die sind alle gerade da rausgekommen. Ja, Kino hat offen, aber nur die Kleine. Ja, so glaub, klein ist das denn, ne? Boah, Matheser zum Beispiel nicht. Naja. So ist das, Leute. Ja. Ich bin gespannt. Ja, aber jetzt sind wir nur zu zweit und dann müssen wir die Box aufmachen, oder was? Nein, jetzt kann ich länger warten. Jeden Monat kriege ich eine neue. Das ist Ende des Monats. So, ja, stimmt. Da kriegst du jetzt wieder eine, oder? Ja, jeden Monat. Also jetzt dann wieder eine. Ja. Dann hättest du dann zwei. Ja, aber ich muss ja die von diesem Monat aufmachen. In diesem Monat. Das ist ja. Hallo. Hallo. Servus. Servus. Läuft. Ja, fahren wir halt, ne? Ja. Hilft ja nichts. Was soll man machen? Wo ist der Enthusiasmus von letzte auch hin? Ja, oder? Das ist. Kommt schon noch. Kommt schon noch. Ja, Alter, ich bin ein bisschen pissed, weil die anderen nicht dabei sind, ne? Nee, ich meine allgemein nicht nur von dir, ich meine von der Gruppe halt. Ja, siehst du ja. Ja, eben. Wer Enthusiasmus zeigt, wer nicht. Ja, eben. Ja. Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen, Wochen passiert, ne? Ich weiß nicht, was soll man da sehen? Was soll man da sehen? Die Gruppe, ob die Gemeinschaft da ist oder nicht? Hoffnung gleich wieder auf Null. Die Geschichte wiederholt sich nur. Ob man diesmal dazu gelernt hat oder es wieder genauso ablaufen wird. Schwierig, schwierig, Leute, schwierig. Habt ihr das hoffentlich das Video von letzter Woche gesehen? Wenn nicht, checkt es gerne ab.
wollten einen neuen Channel starten. Konzept war auch schon ausgearbeitet. Ich hatte schon eine Idee, wo, in welche Richtung es geht. Ich meine, wir haben eine coole Truppe, wir haben verschiedene Charaktere. Wir hatten in Yu-Gi-Oh! Einfach über die verschiedensten Themen geredet. Das kam mir auch sehr gut an. Halt, die Themen waren halt in Yu-Gi-Oh! Und in Pokémon habe ich über die meisten Themen einfach so meine Meinung dagelassen, aber bezüglich Pokémon. Deswegen, wieso nicht einfach allgemein dasselbe machen, nur die Themen nicht beschränken auf Yu-Gi-Oh!, auf einen Themenbereich, auf Pokémon, sondern einfach allgemein Themenbereich und da einfach genau dasselbe machen. Wieso nicht einfach allgemein über Leben, YouTube Deutschland, News und so und einfach genau dasselbe machen mit denselben Charakteren, die bisher auch überzeugt haben. Das war so die Idee, aber ihr seht, die Umsetzung ist natürlich nicht ganz so leicht. Die Leute sind nicht am Start, die Leute sind nicht so motiviert, die Leute geben schnell auf, die Leute... Was soll man machen? Alles sehr, sehr schwierig. Vor allem, das machen halt Ausländer, also aus Drittländern und sowas. Und die sind halt eindeutig billiger, aber können halt dasselbe. Ich finde es halt krass, dass, ja, dass so welche Leute auch sowas drauf haben, weißt du, ich meine? Ja. Ja. Die haben sich halt angeeignet, weil sie sonst nichts haben, die müssen ja. Ja, aber irgendwie. Aber ich finde halt auch, ich denke mal, relativ schwierig, auch Computer, Internet und sowas, weißt du schon. Das ist ja auch so eine Sache. Bestimmt, Elektrizität und sowas. Aber ich habe Tati gerade erzählt, dass ich einen auf Fiverr jetzt klar gemacht habe, der hat für mich an meiner Idee gearbeitet, zumindest der technische Teil, technische Umsetzung. Da brauche ich nämlich einen Telegram-Bot. Damit da was automatisch läuft und der hat jetzt an der Demo gearbeitet. Läuft auf jeden Fall. Es ist immer irgendwie irgendwo eine andere Demo. Auf jeden Fall, du meinst, wir müssen uns auch keine Sorgen um die anderen machen. Alles noch potenziell offen. Alles noch im grünen Bereich. Man kann noch. Du bist noch zuversichtlich. Ich bin sehr zuversichtlich. Er ist noch zuversichtlich. Ich habe eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben. Jetzt schon. Ja, Mann, wenn es beim ersten Mal schon nicht klappt, Channel noch nicht mehr eröffnet, ja, aber... Ich bin schon zuversichtlich, weil ich hau die Jungs schon zusammen, also ich hole die schon zusammen, die Jungs. Ja. Also Nico und Barisch, von den anderen geht schon nicht out of order. Ja, das Lustige ist halt, er hat zum Beispiel überhaupt von den anderen, ja, auf die kann man sich nicht verlassen und so, blablabla, zum Beispiel er über Dimi. Aber dasselbe sagt Dimi über Chong zum Beispiel, ja. Auf die kann man sich gar nicht verlassen und sowas. Ja. Aber am Ende kann man sich auf keinen von denen verlassen. Das ist halt... Krass, gell, eigentlich. Gell? Eigentlich schon, der eine sagt so, der andere sagt so, aber eigentlich ist der andere genauso, wie er selber sagt, was? So ist es. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, weil... Weiß nicht. Also ich hatte ja so geplant, dass wir einen neuen Channel dafür aufmachen. Auf meinem Channel mache ich halt dies, das, Ananas, was ich halt so Bock habe, so hier so Vlogs und so. Ja. Jetzt habe ich zum Beispiel auch eine Woche nichts da gemacht, weil... So viel passiert nicht in meinem Leben und so viel, ja, weiß nicht, ergibt sich halt nicht. Kann man sich schon überlegen, wie, ob man nicht einfach das dann doch auf meinem Channel macht und dann nicht extra noch die Arbeit macht, weil am Ende bin ich eh nur noch am Start und Tati vielleicht und der gestern eh doch nicht. Ja, reizt mich schon, weil eigentlich bist du immer da, der was macht, ne? Ja. Und die anderen, der ist immer so... Glückssache, weißt du? Ja, aber... Eigentlich ist man da so eher so, wie heißt es so, diese Gastauftritte. Ja. Ja, weiß nicht, man hat halt Angst. Also ich habe Angst, weißt du? Auf einmal komplett andere Content, andere Sachen auf dem Kanal. Weiß nicht. Ich denke mal, das wird... Also das ist halt so komplett Umschwung. Das ist halt so wie, wenn... Weiß ich, gibt es doch Eurosport oder so? Wenn Eurosport auf einmal nicht mehr Sport senden würde, weißt du was ich meine, sondern nur noch Teenie-Serien. So kompletter Wandel. Ja, ist nicht kompletter Wandel. Ist nicht kompletter Wandel, aber es ist halt auf einmal ein anderes Programm auf dem Kanal. Ja, ist schon richtig. Da dachte ich mir, ja, vielleicht starten wir einen neuen Channel. Aber jetzt überlege ich mir direkt nach der ersten Blamage, Pleite, Flaute, ob es vielleicht doch nicht besser ist, diesen Kanal hier. Das wird sich
in den nächsten wandern. Wochen erst herauskristallisieren. Ein, zwei Wochen gebe ich den Jungs Zeit. Oh, okay. Wenn die da nicht dabei sind, dann hat es sie erledigt. Ja, jetzt schauen wir mal. Zum Beispiel Themen, die ich mir für heute überlegt hatte, waren, weiß nicht. Wir hatten ja letztes Mal in dem Min-Video darüber geredet, angeschnitten, wie weit würde man sich verkaufen und so, ja, und Sponsoren. Jetzt momentan gibt es ein eigentlich relativ großes Beef, ja, kann man schon Beef nennen, zwischen zwei. Weiß ich, du kennst kaum YouTuber. Kaum, ja. Aber sagt dir InScope 21 was? Ja. Nee, gar nicht, gell? Das ist ein ziemlich großer deutscher YouTuber. Der hat jetzt momentan den Spitznamen, er heißt eigentlich InScope 21. Ja. Jetzt hat er den Spitznamen InScope 31. Also, Zack Plus, ja, das ist so eine Nutrition-Firma mit Protein und dies, das. Ja. Und die waren lange, lange Sponsoren von denen. Wo eigentlich will ich darüber gar nicht reden. Das, dafür hätte man ein Video machen können. Auf jeden Fall, ich erzähle dir gleich was, wenn du es privat wissen willst. Darüber hätte man was machen können. Hätten wir mit allen hier drüber diskutieren können. Oder jetzt Kelly, Mrs. Vlog zum Beispiel, hatte jetzt einen OnlyFans-Account geöffnet. Auch sehr interessantes Thema, darüber hätten wir jetzt gehen können. Vielleicht machen wir das auch noch, nur zu zweit, wer weiß. Ein, zwei Videos raushauen. Ich meine, wir sind krass genug, wir brauchen nicht die anderen. Wir können die Show auch so ohne die führen. Ja, Mann. Das ist halt auch ein krasses Thema gewesen. Und dann natürlich, weil die anderen, und beziehungsweise Tati auch zum Beispiel, die anderen YouTuber gar nicht so gut kennen und gar nicht so verfolgen, so YouTube Deutschland, so Erstreaktion und dann so sehen, wie andere YouTuber, was die so machen und deren Meinung so, boah, wie kann Tanzverbot mit dem, was er macht, zum Beispiel erfolgreich sein und sowas. ABK, boah, ABK, das erste Mal, wenn die auf ABK reagieren und sowas. Sowas wäre halt richtig lustig. Aber dazu braucht man die anderen. Nachvollziehen, Mann. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, also. Das geht nicht, Mann. Das ist unmöglich, Mann. Wie kann man, wenn man erfolgreich ist oder dann Erfolg noch hat, yeah, immer noch nach mehr geiern? Okay, man kann noch nach, klar, kann man noch nach viel mehr Geld und. Aber da gibt es auch Grenzen, beziehungsweise man muss doch ja, natürlich auch reden oder, also, oder was weiß ich was. Ich verstehe das nicht, Mann. Ich kann das nicht nachvollziehen. Das ist echt übel. Also ich wäre schon mit einem Bruchteil davon lebenslänglich glücklich, wär's. Man könnte damit so viel anstellen, man könnte da sein Business damit starten, so ein Boost und dann, was weiß ich, monatlich 4.000, 5.000, ich wäre schon zufrieden, mehr als zufrieden. Mehr als zufrieden, Mann. Also, sorry. Ja, schon heftig. Wir haben gerade ein bisschen über zwei verschiedene Themen geredet, Testphase im Versuch. Schauen wir mal, wie das hier so wird. Natürlich hier der Vlog, wie gesagt, eure Meinung zur Zukunft des Kanals gerne in die Kommentare. Kommt es jetzt alles auf den neuen Kanal? Machen wir das überhaupt in die Richtung? Oder machen wir einfach gar nichts? Wer weiß. Das war's von mir, Leute.